Kommen wir zu einigen weiteren Buchstaben. N. Ja. N. Und sehr ähnlich ist das R. Aber interessant wird es jetzt, wenn wir Buchstabenverbindungen uns betrachten. Zum Beispiel vom R zum A. Das geht hervorragend, weil wir die Buchstaben oben verbinden können. Aber vom N zum A wird es schon ein bisschen schwieriger, weil wir hier diesen Bogen schreiben müssen oder müssten. Deswegen schreibe ich das, die Verbindung N-A so. Weil ich einfach im Schreibfluss diesen Bewegungsablauf furchtbar schlecht einbauen kann, während so schreiben wir doch mal Manjana. Das ist ja hier die optimale Buchstabenverbindung. Man sieht, wie einfach sich durch diesen anderen Bewegungsablauf des A's jetzt die Buchstabenverbindung M A schreiben lässt. Nochmal ganz langsam. Das gleiche gilt natürlich für G, R, G und N, G oder R, D oder N. Nochmal N, D. Also das D schreibe ich gerne mit dieser Schlaufe. N, D. Und wir fahren fort mit R, O und N, O, No. Und dann kommen N, R, erstmal R, Q und dann N, Q. Und was fehlt uns noch? Zum Beispiel R, Y. Also das ist natürlich, das ist einfach. Haben wir noch einen vergessen? R, Q, R, nochmal R, A, N, A, R, G, N, G. Dann kommen wir zu R, D und N, D und R, nochmal im Plus, das ist ja, darauf kommt es ja an, ist alle Buchstaben sollen miteinander verbunden werden. R, Y und N, Y. Okay, also um diese Buchstabenverbindung ging es jetzt erstmal, also nochmal R, A, R, O, zum Beispiel, wenn wir alle drei Buchstaben, nehmen wir das O und man sieht also, wie man auf diese Art und Weise die Buchstaben gut miteinander. Oh, da müssen wir sowieso jetzt mal nachfüllen. Okay, soweit erstmal diese Buchstabenverbindung.
Thank you.